Trompete und willkommen zurück zu Risen 2. Letzte Folge sind wir durch Puerto Isabella gelaufen. Wir haben es geschafft. Es war ziemlich günstig. Wir sind mit nur einem rum, glaube ich, mussten wir bezahlen und dann sind wir reingekommen. Und ja, wir haben einen Schatz geborgen und wir haben einen Jaguar platt gemacht. Vielleicht nicht ganz alleine, aber wer will da schon erbsenzählerisch sein? Was willst du? Okay, sehr gesprächiger Typ. Das hat sich gelohnt. Wir wollen eigentlich mit Cooper reden, weil wir wollen mal schauen, ob der uns was Munition verkaufen Angebot? Kann. Wir haben nur noch zwei Schot für unsere Pistole. Kommt auf deine Ware an. Ja, ja, schon gut. Das stimmt. So. Zeig mir deine Ware. Achtung, jetzt und. Okay, schauen wir, was hat er? Piratensäbel. Okay, das ist das, was wir haben. Krummsäbel. Oh, die werden immer schwächer. Oh, ein Schwert. 30 bis 65, okay. Degen 20 bis 60, 20 bis 40, 20 bis 30. Krummdolch, okay. Bauplan für einen Degen. Achso, das ist das hier. Der kostet 800 und der kostet 1500. Dafür brauchen wir ein Schwertrolling, haben wir. So, wir können dann den Degen verkaufen für 800. Das heißt, sobald wir zwei Degen verkauft haben. So, Moment. Wir gucken erstmal ganz kurz. Und zwar müssen wir das lernen. Charakter, Talente. Nee, Attribute. Nee, Fähigkeiten. Schmied. Ah, da ist es nämlich. Das heißt, wir können ja gar nicht schmieden. Okay, sehr gut, dass wir es nicht gekauft haben. Zeig mir. Ah, das war das Falsche. Gut, aber der hat nichts Besseres als wir haben, leider. Viel zu außer tun. Das Schwert. Diese verdammten Protektoren. Keiner von denen respektiert. Und er hat keine Munition. Die kümmern sich einen Dreck um den Zustand ihrer Waffen. Ist ja klar, dass die Dinger in kürzester Zeit vor die Hunde gehen. Und wer darf sich jetzt um den Nachschub kümmern? Einmal darfst du raten. Kann ich irgendwie helfen? Du siehst nicht gerade wie ein Schmied aus. Ja, da hast du auch recht. Aber ich kann es lernen. Du meinst? Aber dann hau rein. Wir haben viel zu tun. Nö, leider nicht. Dafür brauchen wir 6 Klingen und wir haben jetzt 1. Also das wird nix. Martinez. Ah, das ist der mit dem wir gerade eben den Jaguar gejagt haben. Sehr gut. Und wir müssen zu Webster. Oh, Webster ist der mit den Pistolen. Oh, sehr schön. Was der hat bestimmt sein? Munition. Bitte. Kugeln oder Pulver? Ganz Kugeln, egal, du sagst es. Da, solange du zahlen kannst. Ja. Zeig mir deine Ware. Da ist es. Schrot. Wir haben? Nein. Kugeln, oder ist es? Na klar, wir nehmen alles. Oh, sehr gut. Sehr gut. Was haben wir noch? Wir haben Schrotpistole. Schaden 60. Naja, unsere ist besser. Unsere Nachladezeit 20. Okay, ist sehr gut. Das heißt, wir haben eine normale Pistole. Mörserpistole. Macht 70 Schaden und das hier. Oh. Warum ist sie besser? Warte mal kurz. Mörserpistole hat Schaden 70, Talentpistole, Reichweite 8 Schritte, Nachladezeit 30 Sekunden. Und die hat Nachladezeit 15 Sekunden. Leichter ist eine normale Pistole, dafür auch mit 2 Läufen bestückt. Tödlich aber nur auf kurzen Entfernung. Sehr beliebt bei ungeübten Schützen. Sollen wir die nehmen? Dann können wir schneller schießen. 15 Sekunden, also 5 Sekunden schneller schießen und mehr Schaden. Für. Ah, nee. Ah, die macht eine Pistole plus 10 nur. Nee, dann haben wir, glaube ich, die beste Pistole haben wir. Verkaufst du auch Musketen? Ah, da weiß einer, was er will. Eine gute Muskete ist der beste Freund, den man hier draußen überhaupt haben kann. Das stimmt wohl. Aber wehe, sie gelangt in die falschen Hände. Dann können wir uns direkt einsagen lassen. Also hast du welche? Natürlich, aber ich darf sie dir nicht verkaufen. Okay. Zumindest nicht, ehe Sebastiano sein Einverständnis gegeben hat. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt wird einiges klar. Was hat Sebastiano mit den Musketen zu tun? Hast du mir nicht zugehört? Die Wilden machen schon genug Probleme, von den Piraten ganz zu schweigen. Wenn die jetzt auch noch unsere Musketen in die Finger kriegen, ja, wohl wahr, wohl wahr. Okay, ja, ein Problemchen merke ich gerade, weil mein Ziel ist ja gewesen, entweder Voodoo und wenn Voodoo nicht so gut ist, dann Musketen. Allerdings stellt sich jetzt heraus, dass wir nicht beides machen können. Das heißt, entweder, passiert was? Nö. Entweder müssen wir Voodoo lernen und wenn wir Voodoo gelernt haben, weil das lernen wir bei den Wilden oder beziehungsweise bei den Eingeborenen oder bei den, keine Ahnung, Ureinwohnern, nennt es, wie ihr die nennen wollt. Was bist du für einer? Hawkins, okay.
Und, warte mal, sieht aus wie Wein, oder? Ist das Rotwein? Das ist Rotwein, sehr gut. Die Kiste. Ah, sie haben ihn nicht geplündert. Okay, sehr schön. Das heißt, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir uns, wenn wir uns den Wilden anschließen, können wir Voodoo lernen. Und wenn wir uns der Inquisition anschließen, können wir Musketen lernen. Das heißt, beides geht gar nicht. Das ist nicht so gut, weil mein Ziel war eigentlich, wenn Voodoo gar nicht so gut ist, lernen wir einfach Musketen. Und jetzt? Aber das ist der. Ah, das ist der, den wir getroffen haben, oder? So, du bist also der Neue in der Stadt. Mach hier bloß keinen Ärger. Auch nicht? So, ist sie leer, die Truhe? Ja, okay. Von hier, wir sind doch von hier. Okay, von hier sind wir gekommen. Das heißt, der hat uns nicht reingelassen. Jetzt sind wir drin. Juckt ihn nicht mehr. Sehr gut. Immerhin nicht, dass wir jetzt rausgeschmissen werden. Okay, dann werden wir jetzt erstmal mit Hawkins reden. Hey, was sehe ich denn da? Ein Pirat? Wenn du so ähnlich. Rein willst, hier ist doch genug Platz. Ja, alles klar. Ja, ist lustig. Anscheinend hast du kein Problem mit der Inquisition. Warum lassen sie dich frei? Weil wir weder geklaut... Na, nicht ganz. Na, wir haben vielleicht auch einiges geklaut. Ich gehöre nicht zu Crows Mannschaft. Das erleichtert die Sache. Und zu wem gehörst du? Sollen wir ehrlich sein? Ich bin mit Captain Stahlbart hier. Wir sind ehrlich. Stahlbart ist hier. Das ist gar nicht mal schlecht. Okay. Warum bist du hier gelandet? Also, wir haben in der kleinen Bucht nicht weit von hier geankert. Der Captain hat gleich den Befehl gegeben, an Land zu gehen und ist mit einer Truppe schnurstracks in den Dschungel marschiert. Und du bist da geblieben. Und du bist nicht mit an Land gegangen? Ich gehe nie mit an Land. Ich bin Smoot hier, kein Kämpfer. Okay. Die Kombüse ist meine Heimat. Gib mir einen Säbel und ich schneide dir ein paar Zwiebeln. Aber dafür hat aber eine richtig dicke Waffe weit dabei. Von der Bucht gibt's einen Wachturm. Ei, besetzt von ein paar Grünschnäbeln der Inquisition. Die waren leichte Beute für den Käpt'n. Was ist dann passiert? Tja, ich hatte gerade ein Hühnchen gerupft. Dazu Zwiebeln, ein bisschen Rosmarin. Klingt ein lecker. Wahrer Schmaus. Und dann? Dann tauchte auf einmal das Segel der Inquisition auf. Ein Schiff voll mit Protektoren und geladenen Kanonen. Die wollten uns kapern. Und einer von uns ist auf die wahnsinnige Idee gekommen, super. Sie anzugreifen. Gute Idee. Bis auf Knochen und Blut haben sie geschrien. Da hat uns die Inquisition gleich mal eine volle Breitseite verpasst. Du hast nicht mitgekämpft? Wie ich schon sagte, Zwiebeln, keine Köpfe. Nein, mein Junge. Ich habe mich ergeben. So ist das. Habe ich das Gemetzel auch als einziger überlebt. Was ist mit dem Schiff passiert? Die Ghost war nicht mehr zu retten. Sie liegt jetzt am Grund des... Er erzählt Mädchen. Wieder zu viel. Ade, du altes Mädchen. Du hast Sturm und Wellen getrotzt. Stets hast du dein Ziel sicher erreicht. Okay, und jetzt? Eingesperrt wie ein Papa. Okay. Also, zu erzählen hat er auch nichts mehr. Okay. Oder hinten, da geht's weit runter. So, das heißt, wo waren wir? Wir waren jetzt... Oh, da ist Sebastiano, der Dicke. Den haben wir schon gesehen. Ah, das ist... Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rein, oder? Was bist du für einer? Alcazar, da ist er. Was sehe ich denn da? Ein Pirat in Puerto Isabella und du läufst frei. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Bursche, du hast jetzt genau eine Chance, mir einen Grund zu nennen, warum ich dich nicht auf der Stelle in Ketten legen sollte. Digga, was ist los bei dir? Der Kommandant kennt mich. Oh nein, das hätte ich noch. Das soll ich dir glauben? Ich wollte eigentlich was anderes ist sagen. Egal, was du glaubst. Aber wenn der Kommandant erfährt, dass du mir Probleme machst, wird ihm das nicht gefallen. Was? Wehe, du belügst mich. Dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Kann ich jetzt rein? Du kannst mit Kommandant Sebastiano sprechen. Aber mach keinen Ärger, klar? Oh, das ging schnell. Vorsicht, Bursche. Okay. Bevor wir zu Sebastiano gehen, gehen wir einfach mal nochmal hier hoch. Und da dürfte es doch bestimmt noch irgendwas zu klauen geben. Ich meine natürlich, wir wollen uns umschauen. Jetzt schauen wir mal, was es hier so zum Umschauen gibt. Nichts Kanone. Sollen wir eine Kanone mal benutzen? Ey, komm, wir machen das einfach mal. Was passiert, wenn wir die Kanone benutzen? Komm, wir schießen mal aufs Schiff. Wir können echt aufs Schiff schießen.
Okay, macht dem Schiff nichts aus. Hm. Schade. Ich habe gedacht, wir können das Schiff versenken. Anscheinend nicht. Aber lustig wäre es gewesen. So, wir schleichen mal rein. Jawohl. Wir können wieder eine Kiste aufmachen. Und wieder mal nichts drin. Okay, das heißt, wahrscheinlich sind wirklich die guten Schätze, die wertvollen Schätze sind wahrscheinlich echt in den Truhen, die halt wirklich viel Diebesgeschick benötigen. Ist hier jemand? Ja. Huch, was will er? Hat er sich verlaufen? Hat er sich verlaufen? Wie redest du? Ich bin noch nicht gut genug. Ah, Mist. Wie viel Silberzungen haben wir? 30, gell? Verdammt. Ich wollte nur mal gucken, was es hier so gibt. Bitte geht jetzt. Okay. Können wir das lesen? Nach ihrem Tod soll er nach jedem Kampf einen Zinken aus ihrem Kamm gebrochen haben. Als nur noch einer übrig blieb, brach er zur Kristallfestung auf. Dort wollte er endlich seinen Rachefeldzug beenden und den Kamm begraben. Ah, okay. Schon wieder ein legendärer Gegenstand. Das sollte ich mir merken. Der Kamm mit einem Zinken. Okay, so. Moment, jetzt gucken wir mal rein. Wie stark sind wir? Was haben wir denn? Charakter? Talente. Silberzunge. Ah, Moment. Dann können wir mal gucken, indem wir den Trank nehmen und dann mit der reden. Und dann, bitte haben wir abgespeichert vorher und nicht jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, 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 okay. So, wir speichern nochmal ab und wir nehmen Trank der Überzeugung. Wie lange hält der? Achso, haben wir gar nicht genommen, okay. So, okay, dann rein. Huch, nochmal. Was will er? Hat er sich verlaufen? Und jetzt können wir. Ich hätte ja geklopft. Sehr gut. Doch ich habe nicht erwartet, eine Frau in einer Garnison zu treffen. Ich bitte höflichst um Verzeihung für mein stürmisches Eindringen. Genau so. Aber bitte, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Isabella Dolores della Florentina. Die Tochter des Kommandanten. Ah, die Tochter von Sebastiano. Sehr gut. Taschendiebstahl 50 haben wir nicht, gell? So gut bin ich auch nicht. Okay, schade. Gut, was macht wir fragen sie mal aus. Wie gesagt, mit jedem freundlich stellen. Meine Passion. Eigentlich lese ich alles, was mir in die Hände kommt. Aber vornehmlich gilt mein Interesse den Tieren und ihren Trophäen. Davon haben wir ein paar. Was wisst ihr über Trophäen? Nun, man benötigt das geeignete Werkzeug, um an die begehrten Trophäen zu kommen. Das haben wir schon, oder? Mit einem Jagdmesser könnt ihr Felle ziehen. Ah. Habt ihr so ein Jagdmesser? Ich kann euch eins überlassen. Doch möchte ich euch auch um einen Gefallen bitten. Klar, alles. Was darf denn sein? Für meine Studien benötige ich Trophäen. Wenn ihr unterwegs seid, sammelt doch einige. Na klar, kriegst du. Welche Trophäen braucht ihr? Mit dem Messer könnt ihr einem Jaguar das Fell abziehen. Außerdem ein paar Zähne und einen Hauer. Dafür werdet ihr einen Kiefermeißel brauchen. Haben wir und auch nicht. Wenn es euch gelingt, die Feder eines Feuervogels aufzutreiben, wäre das großartig. Ich hörte, die Eingeborenen wissen, wie man sie richtig abzieht. Alter, was alles geht? Ich schau mal, ob ich was finde. Dann nehmt das Messer. Dann, jetzt können wir sogar Fälle abziehen. Wie geil ist das bitte? Wir haben Trophäen, genau. Lasst mal sehen. Ein paar Reißzähne. Ein paar Reißzähne. Von den Jägern des Dschungels. Vielen Dank. Okay, sehr gut. Es ist aufregend. Das heißt, jetzt können wir auch mal schauen, dass wir die exotischen Früchte, die vom Jaguar, vielleicht können wir den Fälle abziehen. Wir sind dabei, ein neues Land zu entdecken. Auch wenn der Grund dafür Krieg in unserem eigenen Land ist. Okay. So, dann lesen wir das hier. Gut, das wissen wir schon. Jetzt können wir uns hier frei bewegen. Das ist gut. Können wir... Wir kriegen jetzt echt ein Jagdmesser. Das hat sich voll gelohnt. Da ist ein Buch. Okay, Rotwein. Was ist, wenn wir einen Rotwein klauen? Lass das! Ja. Achso, sind sie jetzt nicht. Okay. Einen haben wir gut gehabt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt was geklaut. Juckt nicht. Sehr gut. Wir haben die Tochter von Sebastiano kennengelernt. Dann schauen wir mal. Weiter geht's. Da ist Sebastiano, gell? Ja. Ob wir hier einfach rein dürfen? Wahrscheinlich nicht. Da ist nichts, da ist nichts. Eine Haarbürste. Wir nehmen absolut alles mit. Wein sieht nicht, als ob es hier Wein geben würde. Leider nicht. Und dann jetzt nochmal raus. Wer bist du? Bartolo. Ah, Vios Gothic. Was passiert, wenn wir die Truhe aufmachen? Irgendwann kriegst du nochmal Ärger. Okay. Stör mich nicht, ich muss nachdenken. Dann gibt's Probleme? Denk ja, nach. Ich schaffe das schon. Ich muss mich nur wieder erinnern. Okay. Vielleicht kann ich helfen.
Nein, lass mal. Mir fällt's schon wieder ein. Also lass ihn nicht aufhalten. Okay, alles klar. Von dem bekommen wir auch nichts. So, Sebastiano, dann erzähl mal. Haben wir hier noch was zu lesen? Nö. Ah, Karte der Schwertküste. Das ist nicht in Ordnung. Hm, doch schon. Ah, haben wir doch schon. Ah, wir haben doch schon die Karte der Schwertküste. Du, was machst du hier? Hast du nicht eine Mission auf Takarigua? Schüssel? Ich bin noch nicht gut genug. Verdammt. Ich brauche bessere Waffen. Die hervorragende Qualität unserer Klingen hat sich wohl rumgesprochen. Aber ich denke, dass es vor allem unsere Musketen sind. Oh, gibt jetzt eine Muskete? Das wäre auch cool. Was hast du für mich? Cooper schmiedet gute Klingen. Und wenn du Munition für deine Pistolen brauchst, kannst du dich bei Webster eindecken. Endlich. Aber eine Muskete werde ich dir vorerst nicht überlassen. Oh, wieso denn? Ich bin auf der Suche nach Captain Crow. Er hat die Waffe, die ich suche. Captain Crow? Wir konnten sein Schiff versenken. Er selbst war nicht mehr an Bord. Achso, aber er sagt, die Waffe ist da nicht dabei. Ja. Er hat Kontakt zu den Molukken aufgenommen. Jetzt versteckt er sich im Landesinneren in einem alten Tempel. Jo, den kennen wir. Nennen ihn den Tempel. Okay, dann wissen wir, wo jetzt unser finales Ziel ist. Ich werde mir Crow vornehmen. Ich lasse den Tempel beobachten und glaub mir, allein. Ja, whatever. Dann kämpf mit mir zusammen. Oh. Mein Befehl lautet, Puerto Isabella zu sichern. Wir wollen gar nicht zur Inquisition, wir wollen doch. Das musst du auch nicht. Uns mit den Eingeborenen anschließen. Ich werde keine Protektoren abziehen und Puerto Isabella schutzlos zurücklassen. Ich kann auch die Molukken um Hilfe bitten. Es ist schon schlimm genug, dass du dich mit Piraten rumtreibst. Und den Wilden kann man nicht trauen. Wenn du dich mit denen einlässt, brauchst du gar nicht mehr zurückzukommen. Da haben wir den Beweis. Okay, wir können echt nur entweder uns bei den Wilden anschließen oder der Inquisition. Okay. Es würde mich freuen, dieses Stück schwarze Magie auf dem Meeresboden zu wissen. Ich glaube allerdings nicht, dass Crow. Ja, das glaube ich auch nicht. Die Frage ist auch, wie sieht die Harpune aus? Wie groß ist die? Er hat nur einen Teil seiner Mannschaft zur Bewachung der Ghost zurückgelassen. Und die sind jetzt alle tot. Bis auf einen. Hawkins. Den haben wir gefangen genommen. Was alles, noch? Was ich brauche, sind ein paar gute Schützen. Wo sind denn deine Piratenfreunde? Wir haben keine Piratenfreunde. Du bist doch nicht alleine hergekommen. Die bewachen das Schiff. Bewachen? Aber vielleicht können wir echt mit Patty und Stahlbart zusammen reingehen. Weil wir wissen ja, wo der ist. Darum geht, einen Angriff durchzuführen, muss die Inquisition ran. Ja, ja, chill mal. Ihr seid nun mal die Besten. Natürlich sind wir den Piraten und den Molukken weit überlegen. Das ja, mit Schleim kommen wir wahrscheinlich weiter. Hier geht es um die Einhaltung unserer Befehle. Das ist unsere Stärke. Schau klar. Ich folge meinen Befehlen. Na gut. Warten wir ab, was Venturo zu berichten hat. Ich habe einen Späher zum Tempel geschickt. Es wird Zeit, dass er zurückkehrt. Bring mir seinen Bericht. Jo. Dann werde ich entscheiden, ob wir dich unterstützen. Okay. Habt ihr was aus Hawkins rausgekriegt? Das heißt, entweder den Wilden oder Inquisition anschließen. Schade. Gründlich befragt. Versuch du ruhig dein Glück. Vielleicht ist der Gegenüber einem Piraten gesprächiger. Mach ihm klar, dass er eine schmerzhafte Zukunft vor sich hat, wenn er nicht redet. Ich spreche mal mit ihm. Du findest ihn unten, im Turm der Garnison. Ja, wir haben schon mit ihm gesprochen. So, wo ist der Speer? Wir haben ihn zum Tempel der Erde geschickt. Da waren wir schon. Okay, wir wissen, wo das ist. Geh zum Tor, neben der Garnison. Aguilar wird dich einweisen. Wisst ihr, was die im Tempel machen? Da muss ich nur eins und eins zusammenzählen, dann weiß ich, was die machen. Und? Wozu sonst hat sich das Pack mit den Molukken verbündet? Okay. So. Also. Alcazar. Okay, mit dem haben wir nichts zu tun. Gut. Dann haben wir, glaube ich, hier alles gemacht in Puerto Isabella. Hawkins, mit dem können wir vielleicht nochmal sprechen. Ich habe ein paar Fragen an dich. Mal gucken, was der zu erzählen hat. Warte mal, Jungchen. Bevor ich dir etwas erzähle, reden wir mal über meine Situation. Also, was kannst du für mich tun? Es kommt darauf an, dass du mir erzählen kannst. Oh, ich habe bestimmt etwas, das dich interessiert. Aber das kriegst du nicht einfach so. Dafür will ich auch was von dir. Ach, wer hätte das gedacht? Was glaubst du denn, was ich will? Ich will hier raus.
Wie soll ich dich hier rausholen? Gute Frage. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sebastiano mich freiwillig gehen lässt. Aber wir brauchen 35. Okay. Also müssen wir irgendwie nochmal ein bisschen. Soll ich den Schlüssel klauen? Das wäre eine Möglichkeit. Aber du bist okay. Ein schlauer Junge. Dir fällt doch bestimmt noch was anderes ein. Sag mir, was du weißt. Dann hole ich dich hier raus. Das spielt er bestimmt nicht mit. Wir kommen der Sache näher. Du sagst, du bist ein Pirat, hä? Yep. Dann kennst du ja sicher den Kodex. Nein. Kodex? Nie gehört. Und du willst ein Pirat sein? Langsam glaube ich dir gar nichts mehr. Hey, ich bin noch nicht so lange dabei. Also, was ist der Kodex? Ehrlichkeit wert am längsten. Der Kodex ist eine Sammlung von Regeln und Abmachungen, an die sich jeder Pirat hält. Okay. Wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt. Dann ist Schluss mit Anheuern, Kaperfahrten und... Okay, das heißt, er erzählt uns was. Und was steht alles in dem Kodex? Dir alles aufzuzählen, dauert zu lange. Wichtig für uns ist nur, ein Deal ist okay, ein Deal. Verstehe. Und wenn du dich nicht daran hältst, wirst du das bereuen. Also, wir machen einen Deal, gemäß dem Kodex. Ich sage dir alles, was ich weiß. Und du holst mich hier raus. Und zwar bevor du die Schwertküste wieder verlässt. Okay. Hey, Junge, komm schon. Ich gehöre nicht hierhin. Ich bin's Mutier. Ich brauche Schiffsplanken. Ja, kriegen wir hin. Einverstanden. Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir es nicht tun. Dann stell deine Fragen. So. Warum ist Crow hier? Was hat er vor? Glaubst du, er weiht mich in seine Pläne ein, Junge? Ich bin nur des Mutier. Ja. Mir erzählt er nichts und ich stelle auch keine Fragen. Ach komm. Aber du hast doch Ohren. Du hast doch bestimmt was gehört. Er sucht einen alten Tempel, aber mehr weiß ich darüber nicht. Ehrlich, Junge. Hatte Crow eine Waffe dabei, als er an Land ging? Du weißt davon. Das habe ich befürchtet. Wie sieht sie aus? Wie groß ist sie? Eine Waffe aus alten Zeiten. Sie ist magisch. Verdammt mächtige Voodoo-Magie. Wenn du mich fragst, seit sie in seinem Besitz ist, trägt er sie Tag und Nacht bei sich. Sehr gut, das wissen wir immerhin schon. Woher hat Crow die Waffe? Ach, verflucht. Na schön. Na endlich, rückt er mit der Sprache raus. Wir haben diese Überfahrt gemacht. Eine Fahrt mitten ins Nirgendwo. Dort war nichts. Meilenweit nur See. Und auf einmal taucht vor uns dieser Tempel. Ja, klingt nach Mara. Ein massives Bauwerk zwischen Wellen und Wind. Der okay. Wassertempel. Wir haben den Erdtempel, wir haben den Wassertempel und wir haben den Feuertempel, also Feuervulkan. Waren wir schon drin. Und als er wieder herauskam, trug er den Speer. Wo liegt der Wassertempel? Glaubst du, das weiß ich? Da musst du schon mal den Captain selbst. Aber es ist ein Speer, wissen wir. Das okay, ist sehr gut. Es ist keine Harpune. Seitdem war der Captain nicht mehr derselbe. Er hat viel Zeit in seiner Kajüte verbracht. Einige sagen, er hat Selbstgespräche geführt. Andere behaupten, er hält Voodoo-Rituale ab. Und was glaubst du? Ich glaube, er hat den Speer nicht umsonst bekommen. Nein. Höchstwahrscheinlich. Er hat seinen Preis bezahlt. Er hat sich mit den Dämonen eingelassen. Aber ich will davon gar nichts wissen. War das alles? Ei, Junge. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Jetzt ist es an dir, den Deal. Ja, also wir müssen Silber... Ich vergesse dich schon nicht. Wir müssen auf jeden Fall unsere Diebeskunst nochmal hochhauen. Talente, ja, plus 5, damit wir es endlich klauen können. Also Achtung. Den Ring klauen können. Männer, wir... Vorsicht, Bursche. Achtung! Und... Männer, wir stehen vor einer neuen... Ja, das ist das Wichtigste. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber ich habe dich beobachten lassen. Okay. Meine Leute berichten, du warst im Lager der Molukken. Und hast mit dieser Hexe gesprochen. Und? Lass dich nicht mit den Molukken ein. Okay. Ich habe mit Hawkins gesprochen. Hat er dir was Brauchbares erzählt? Nicht viel. Er hat bestätigt, dass Crow einen alten Tempel aufsucht. Und dass er ein Speer dabei hat. Von Crows Plänen weiß er nichts. Er ist ein alter Smutje. Ich glaube nicht, dass er mir etwas verschwiegen hat. Na schön. Soll er weiter im Turm schmoren? Das wird ihm okay, wir entscheiden uns gegen die Inquisition. Wir brauchen tatsächlich Diebstahl. Diebstahl 35. Wir haben jetzt 30. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall klauen. Wir haben Munition. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und im Endeffekt, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt zu... Moment, wir können es auch porten, oder?
Warte mal, wir waren überall hier, wir waren hier, also geht's jetzt wieder zum Turm. Genau, weil da müssen wir jetzt mal... Ah, sehr gut. Wir geben jetzt das Essen zurück und dann befreien wir Tahana, so heißt der. Ey, mit Namen habe ich es irgendwie nicht so, merke ich gerade. Aber hier, Torres. Guck mal, was ich habe. Hier, tada! Ist dein Fleischpaket. Alles klar, danke, Mann. Da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Rippchen, Würste und Steaks. Alter, ich hab echt Hunger. Hier, ich wieg dir das Fleisch mit Gold auf. Dankeschön. Oh, 200 Gold. Ich suche sehr gut. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Was sind das für Zeichen? Die Speer der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Okay. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Digga, dein Ernst? Wie komme ich ins Tempeltal? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Okay. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Unter der Felsbrücke. Gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Oh, wir müssen wieder zurück in die Stadt. Dann kommst du ins Tempeltal. Eine Höhle. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit Tahana einfach durchgehen können. Das wird jetzt interessant. Oder ob wir einfach aufgehalten werden von Torres. Schauen wir mal. Und ob wir Torres platt machen müssen. So, Tahana, guck mal, ich hab was. Alles klar, ich hab den Schlüssel. Jetzt ist interessant. Ich lass dich raus und dann bringe ich dich zurück zu den Chaganumbi. Die Wache wird uns nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Gut, ich werde vorgehen. Yalla, yalla. Yalla, yalla. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Oh. Tatsächlich wird sie uns nicht gehen lassen. Sorry, Torres. Aber... Tut mir leid, aber nimm das. So, können wir den platt machen? Nö. Wir laufen einfach schneller vorbei. In der Hoffnung, dass jetzt nichts passiert. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Oder doch? Na gut, wir laufen mit Tahana in der Gegend rum. Wie weit ist es da? Dorf der Chaganumbi. Okay. Gut. Na dann, lauf mal, Tahana. Vor allem, der hat auch gerade eben einen Speer gehabt. Wo versteckt er seinen Speer? Guck mal, da ist sogar kein Platz. Du hattest recht, Gucho. Das war leichter, als ich dachte. Ja, jetzt lass uns abhauen, damit das auch so bleibt. Ich kann noch nicht zurückgehen. Och, komm schon. Was ist denn noch? Ich muss das Chaganumbi-Idol finden. Ich habe es in einen Busch geworfen, als die Blauröcke kamen. Dann lass uns dorthin gehen. Chi, Hoshi, folge mir. Gut. Alles klar, bevor wir jetzt mit Tahana weiterlaufen, machen wir hier den nächsten Cut. Und in der nächsten Folge werden wir in den Dschungel laufen und ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, denn wir haben jetzt schon, Achtung, wir gucken mal, 9000 Ruhm, also sieht schon mal ziemlich gut aus. Und ja, wenn wir das Idol gefunden haben, haben wir vielleicht auch bessere Chancen, in dem Clan der Wilden aufgenommen zu werden und dort endlich Voodoo zu lernen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.